Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Video überlegen wir uns mal, wie wir Angaben lösen, wo mehr als eine Variable vorkommt. Zum Beispiel, wenn wir hier die Angabe haben, a plus b. Und wir sollen das auflösen für a ist gleich 5. So, a ist gleich 5 und b ist gleich 7. Wie können wir das jetzt lösen? Naja, die Vorgehensweise ist eigentlich, wie wir es bis jetzt gewohnt sind. Wir setzen für jedes a eine 5 ein. Das machen wir doch gleich. Und für jedes b, das in diesem Ausdruck vorkommt, eine 7. Ja, und wenn wir das machen, dann sehen wir, die Rechnung, die wir hier zu lösen haben, ist 5 plus 7. Na gut, das ist sehr einfach. Das ergibt 12. Und wir haben dieses kleine Beispiel hier gelöst. Lass uns ein etwas Schwierigeres ansehen. Zum Beispiel 10x, so 10x minus, sagen wir 3y. So, 3y. Und wir sollen das lösen für x ist gleich minus 1. Also hier mal eine negative Zahl eingesetzt und für y gleich 5. Und auch das können wir schon sehr gut lösen. Also die Vorgehensweise ist eigentlich dieselbe, wie wir es bis jetzt kennengelernt haben. Wir setzen hier für jedes x eine minus 1 ein und das mache ich jetzt mal so in der Klammer, dass wir wissen, dass wir noch multiplizieren müssen. Also das heißt 10 mal minus 1. Und hier drüben bleibt dann noch 3 mal 5 übrig. Und auch das setze ich jetzt mal so in die Klammer, dass wir uns das hier entsprechend ausrechnen können. Ja, und wir wissen auch, dass wir hier die Multiplikationen vor der Subtraktion auflösen müssen. Und ja, das machen wir gleich. 10 mal minus 1 ergibt ja minus 10. Und 3 mal 5 ergibt 15. Und minus 10 minus 15 ergibt minus 25. Und auch dieses Beispiel haben wir gelöst. Und im nächsten Beispiel, im nächsten Video, können wir das Ganze auch noch ein wenig üben. Also bis dann.